Wie geht es jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Wie können wir uns ausrichten? Welche Hilfsmittel haben wir? Auf was kommt es jetzt drauf an? Das sind sicher ganz viele Fragen, die euch auch beschäftigen. Die Energie ist sehr hoch. Die Frequenzen aus dem Universum spielen auch eine Rolle, je nachdem, wie wir uns fühlen. Manchmal müde. Ich denke, einige trifft es auch von der hohen Energie ziemlich stark. Müdigkeit oder Gliederschmerzen, all das sind Symptome von den hohen Energieeinstrahlungen des Universums. Schön, dass du heute hier bist und ich mit dir sprechen kann. Und wenn du dich für Informationen und Bewusstseinserweiterung aus der geistigen Welt interessierst, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen, weil über die Glocke wirst du von YouTube sofort informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und auch könntest du mir auf Facebook folgen, denn auf der Smarana-Seite, die hier unten unter dem Video steht, werden auch viel schöne Tagesimpulse gepostet. Ja, was ist denn jetzt wichtig? Ich hatte ein intensives Gespräch nochmal mit den Plejadern und da sind mir doch auch einige Dinge bewusst geworden und vor allen Dingen auch, wie die Wesen von den Plejaden für uns wirken, was die alles für uns tun, und davon wollte ich heute zu euch berichten. Alles ist über Energie und Schwingung miteinander verbunden. Das ist ein kosmisches Gesetz und daran kann man gar nichts ändern. Das ist einfach so. Und so schwingt die Erde auch in einer bestimmten Frequenz. Und auch jeder Mensch schwingt in einer bestimmten Frequenz. Das nennt man dann die Aura oder das Energiesystem. Oder die Merkaba, also all diese Dinge, die man jetzt nicht so schnell mit dem bloßen Auge sehen kann, das sind Energien, welche tatsächlich ja uns beeinflussen und uns auch miteinander verbinden. Im Universum gibt es ja viele Sternenfelder mit verschiedenen Energien, welche auch so auf die Erde einwirken. Denken wir nur mal an den Mond. Der Mond ist ja sehr eng mit der Erde verbunden und auch die Sonne. Das sind so unsere wichtigsten Planeten, die die Erdschwingung beeinflussen und uns auch beeinflussen. Ist ja oft bei Vollmond so, dass man gar nicht schlafen kann oder nicht so gut schlafen kann. Und bei Neumond auch. Alles ist im Wandel, alles wird irgendwie anders und wir stehen mittendrin und wissen gar nicht so genau, wie wir das herbeiführen können. Wir sind vielleicht auch gebeutelt von den Energien und dann auch noch von den Dingen, die draußen im Kollektiv geschehen. Die sind ja auch jetzt gerade, sage ich mal, überhaupt nicht ohne. Und da gut durchzukommen und auch seinen Weg oder seine Position da drin zu finden, ist im Moment gar nicht einfach. Und mit den Wesen von den Plejaden habe ich also gesprochen und sie sind im Moment sehr aktiv für uns. Sie erhöhen unsere Schwingung, sie versuchen das. Und da dazu ist es wichtig, dass wir das wissen. Deswegen mache ich heute das Video, damit ihr das auch wisst, welche Hilfe möglich ist und wie das eben von der geistigen Welt, jetzt gerade von dem Wesen, von den Plejaden für uns vorbereitet wird und zur Verfügung gestellt wird. Es darf ja niemand in unseren Willen eingreifen. Wir haben ja den freien Willen. Und wenn jetzt die Sternenwesen, die ja unsere Erde immer wieder beobachten, immer wieder hier sind und immer wieder gucken, dass alles in der richtigen Schwingung ist. Also das bedeutet, die richtige Schwingung, gut und böse, ausgeglichen ist. Gut und böse oder die beiden Pole, die Polarisation, dass die im Gleichgewicht schwingt, dann ist es okay. Wenn jetzt eine Seite überwiegt, ist es schon ein Problem und
ein ungesunder Kreislauf. Und sobald das also bemerkt wird, dürfen die Wesen aus den Sternenfeldern uns Energien senden. Das geschieht besonders zu den Portaltagen, aber es geschieht auch außerhalb der Portaltage immer dann, wenn es gerade dringend nötig ist, dann wird da also wird etwas getan, um uns aufzuwecken, sozusagen, um uns aufzuwecken, um uns selber bewusster werden zu lassen. Und diese Hilfe kommt sehr oft von den Plejaden, auch sehr oft von Arcturus. Diese beiden Sternenfelder sind für uns wichtig und wir sind auch eng mit denen verbunden. Natürlich kann man jetzt die Wesen gar nicht so sehen. Die möchten auch nicht unbedingt gesehen werden, denn sie möchten ja praktisch nur über die Energie mit uns in Kontakt treten, auch weil sie wissen, dass es für viele von uns dass es eine Überforderung wäre, wenn wir sie sehen würden. Und von daher geschieht das alles über die Energie, über die Liebe. Also wenn du zum Beispiel spürst, wie dich eine riesengroße Liebe einhüllt oder wenn du dich total wohlfühlst oder wenn es dich irgendwo krabbelt, ich habe das schon oft erzählt, dann kannst du sicher sein, dass diese Energie von unseren außerirdischen Freunden kommt, die dich umarmen und die dir einfach ja dein Herz vielleicht öffnen und dich trösten möchten. Und das ist auch etwas Wundervolles, denn in dem Moment weißt du auch, dass du tatsächlich nicht allein bist und die geistige Welt ist bei dir, sie ist bei uns. Sie ist da, um zu helfen. Und ich bin echt schon sehr gespannt auf die Botschaft, die da jetzt kommen wird, einfach um noch mehr Licht auch auf die Erde zu bringen und um den Wesen die Möglichkeit zu geben, auch über meinen Kanal jetzt euch zu begleiten. Und deswegen freue ich mich sehr und ich wurde auch die ganze Nacht vorbereitet auf dieses Channeling, was jetzt kommt, um eben wirklich zum allerhöchsten Wohl für euch zu wirken. Dann soll ich euch noch sagen, die Botschaften werden jetzt oder die Energien werden nicht nur als Energie übertragen, sondern auch als Botschaft in den Kornfeldern, in den Kornkreisen. Und meistens sind es die Wesen von den Plejaden, welche die Kornkreisbotschaften auf die Erde bringen. Und zwar, als ich in England war, konnte man, war ja dort so zu der Zeit damals viele Kornkreise entstanden, da konnte man tatsächlich, wenn man nachts den Himmel beobachtet hat, konnte man die kleinen weißen Pünktchen beobachten, also die weißen Sternchen. Die waren anders als die Sterne, und zwar diese kleinen weißen Pünktchen, die haben sich bewegt. Die sind mal an einer Stelle geblieben, haben geblinkt, sind weiter und haben sich so über den, also soll ich das sagen, sie haben sich auch nicht ständig bewegt. Man hat einfach gemerkt, dass es jetzt kein Satellit ist und dass es kein Stern ist. Und es ist auch so, dass nicht jeder Mensch diese Sterne, sage ich jetzt einfach mal, diese Formen, diese Energieformen sehen kann. Kann nicht jeder sehen. Aber ich hatte die Gnade und konnte die sehen und ich war so fasziniert. Und wenn man die gesehen hat, dann konnte man sicher sein, dass am nächsten Tag ein neuer Kornkreis entstanden ist. Und die Plejaden haben mir das bestätigt, also sie suchen sich dann, wenn sie so nachts im Universum unterwegs sind, die passende Gegend aus, das passende Areal aus, wo sie dann ihre Botschaft überbringen. Und zwar sausen die dann wieder wie so durch dieses Kornfeld hindurch und dadurch entsteht dieses wundervolle Muster und wir können dann da auch diese Energie sehr stark fühlen im Kornkreis und haben dadurch auch viele Botschaften und viele Energien schon jahrelang von den Plejaden bekommen.
Im Moment hat sich das ein bisschen verlagert. Im Moment ist es nicht mehr so stark in England, sondern es wird auch mehr in Deutschland und in Frankreich findet man im Moment diese Kornkreise. Und es ist sehr interessant, wie die geistliche Welt eben ja sich um uns kümmert. Also nicht nur um mit Energieübertragungen, sondern tatsächlich auch mit diesen Botschaften über die Kornkreise. Das sollte ich euch noch unbedingt sagen. Und ich denke, das ist sehr interessant zu wissen, dass das von den Plejadern kommt. Ja, meine Lieben, und jetzt lade ich euch ein zu der gechannelten Meditation für die Botschaft aus den Plejaden. Und bin gespannt, was sie uns zu sagen haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich werde mich einsprühen mit der 99 und mit der Energie zur Öffnung des dritten Auges, weil das dritte Auge ist ja auch sehr wichtig. Je weiter das dritte Auge entwickelt ist, umso weiter sind auch unsere Fähigkeiten entwickelt. Und dadurch, es hängt praktisch alles zusammen. Und wenn du Lust hast, dein drittes Auge zu schulen, dann darfst du bei mir am Gesundheitsamt teilnehmen, das für die Aktivierung der Zirbeldrüse und des dritten Auges. Ich mache mal den Link auch hier oben rein, damit du nachschauen kannst. Und zwar findest du das auch auf meiner Seite, auf meiner Webseite unter Termine. Das sind die ganzen Gesundheitsabende, die es so gibt. Es gibt jede Woche einen. Und da kann man also teilnehmen und dann auch was für seine Zirbeldrüse tun oder eben auch das Auraspray. Ich mache jetzt mal die Augen zu, damit ich mich ja richtig einstimmen kann und für dich gleich channeln werde. Ich rufe die Energie des Schutzes. Und ich rufe die Energie der Liebe aus der geistigen Welt. So breitet sich Schutz und Liebe um dich herum aus und trägt dich in ein Feld, wo du dich vollkommen fallen lassen kannst und im Schutz der Liebe diese Botschaft hören wirst. Ich öffne meinen Kanal und richte ihn aus, hinauf in das Universum, zu den Plejaden. Und schon strömt die Energie zu mir und auch gleichzeitig zu dir. Arcana spricht, Arcana die Abgeordnete von den Plejaden, und ich grüße dich mit dem Gruß von den Plejaden und hülle dich ein in unsere Liebe und in unser Licht. Ich darf dir sagen, dass wir zurzeit auf der Erde sind. Wir beobachten die Energien, und sobald die Energien nicht mehr in der Waage sind, wenn es nötig ist zu helfen, dann sind wir da. Manchmal gibt es Situationen, welche die Erde ins Ungleichgewicht bringt. Denn ihr lebt in der Polarität, und das Licht und die Dunkelheit sind Bestandteil eures Lebens, eures Seins. Und diese beiden Energien sollten immer im Gleichgewicht sein. Jetzt macht ihr gerade eine schwierige Zeit durch, und beide Energien sind sehr aufgewühlt und die Menschen schwanken hin und her
sind selbst unausgeglichen und unsicher, verunsichert und oft durcheinander. Dies ist für uns das Zeichen, die Energien, die Schwingungen zu erhöhen. Denn eine Schwingungserhöhung ermöglicht es, sich wieder neu auszurichten. Und das Neuausrichten, das können wir nicht für euch tun. Das sollte ein jeder einzelne Mensch für sich tun. Denn wir greifen nicht in den freien Willen ein, der euch gegeben wurde. Aber wir bringen die hohen Schwingungen, die hohen Frequenzen der Liebe auf die Erde, welche es ermöglichen, zu erkennen, was die Menschen brauchen. Und diese Schwingungserhöhung bringen wir zurzeit auf die Erde. Wir helfen euch allen, euch neu auszurichten und für euch wieder Kraft zu schöpfen, für euch die Ausrichtung in die Liebe und das Licht zu festigen, euren Weg besser zu erkennen. Aus diesem Grunde sind wir zurzeit auf der Erde. Und wir sind überall da, wo das Gleichgewicht gestört ist. Dort haben wir Schwingungsfelder der höchsten Liebe aufgestellt. Und wir kontrollieren diese Schwingungsfelder, dass sie immer in der höchsten Energie der Liebe schwingen. Und so werden sie eure Herzen berühren, gerade für die Menschen, welche schwach sind, welche sich so sehr verlassen fühlen, welche traurig sind und nicht mehr wissen, was richtig und gut ist. Alle Menschen, welche Angst haben, werden von diesen Schwingungsfeldern berührt und werden dort Trost finden. So habt ihr alle die Möglichkeit, euch neu auszurichten und dem Licht zuzuwenden. Wir tun dies voller Liebe und wir tun dies in der höchsten Achtsamkeit, in der göttlichen Ordnung und Wahrhaftigkeit. Und so seid ihr, wenn ihr das wollt, mit der größten Energie des Universums wieder neu verbunden. Die Verbindung, die immer schon in euch liegt, sie wird durch uns gestärkt und ausgedehnt, hin zur göttlichen Ordnung, hin zu der Liebe zu deinem Schöpfer. Das ist der Weg, der für dich vorgesehen ist. Das ist dein Weg. Und damit, dass du diesen Weg nicht verlierst, dafür sind wir da. Und so spüre nun diese Energie, denn extra für dich werden wir nun durch den Kanal von Nirjana diese Energien übertragen. Und so lasse dich fallen, so tief wie du kannst. Die Energien werden dich genau dort abholen, wo es für dich richtig und gut ist.
und so ist es geschehen. Wertvolle, hohe Energien wurden übertragen und mögen zu deinem allerhöchsten Wohle wirken. Arcana verabschiedet sich voller Dankbarkeit und Liebe. Ich danke Arcana und ich danke den lichten Wesen der Plejaden für diese wundervolle Energie. Und ich schließe meinen Kanal voller Freude. Und bevor du wieder in das Hier und Jetzt zurückkommst, lächle. Lächle und lasse die Freude in dein Leben einziehen. Danke, dass du hier warst. Je, war das schön. Wie wundervoll diese Begleitung und auch zu wissen, dass so viel für uns getan wird. Ja, ich denke, ihr habt es genauso schön genossen wie ich, genauso gut und euch genauso wohlgefühlt mit dieser tollen Energie. Ja, dann achtet in den nächsten Tagen darauf. Vielleicht spürt ihr ja diese Energiefelder, diese großen, ich hatte das so gesehen als, ihr kennt doch diese runden Antennen, die man so ausrichtet in das Universum, um Satelliten zu beobachten. So ähnlich sehen diese Schilde, oder wie soll ich das beschreiben, so ähnlich sieht es aus, was die Pleiadianer von den Plejaden auf die Erde gebracht haben. Solche große Frequenzschüsseln, sage ich jetzt mal, die also diese Schwingung ausstrahlen und uns dadurch ermöglichen, uns neu auszurichten. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Freude und bin gespannt, ob ihr die Energien, wie ihr sie gefühlt habt, schreibt es ruhig unten rein und ja, ob ihr eben diese Energien tatsächlich auch auf der Erde spürt. Ich kann mir vorstellen, es gibt bestimmte Felder, bestimmte, Städten auf der Erde, wo man diese Energie besonders stark fühlt. Also dann viel Spaß mit dem Suchen der Energien und dem Genießen der neuen Ausrichtung. Bis zum nächsten Mal. Ich hab euch so lieb. Tschüss.